Ich schmeiß den gleich raus, ne? Leute, kommt doch mal zu mir. Ich bin auch noch da. Danke. Ich glaube, die haben Angst, gejudged zu werden, was sie kaufen oder so. Aber ich, also ich bin ja immer froh, wenn sie ungesundes Zeug kaufen, weil ich habe ja gar nichts Gesundes, wissen Sie? Das ist eigentlich wie ein Kompliment, wenn ich das sage, dass das ganz schön ungesund ist. Hm. Kompetent. Den Vertrag zu... Nee, nee, nee. Wir sind noch nicht so weit. Tut mir leid. Also... Wir haben weder Faxgerät noch Internet. Festkettenkasse 2. Nee, der soll lieber einräumen dann. Kasse mache ich schon. Das Einräumen finde ich schrecklicher. Kasse macht mehr Spaß. Genau deswegen. Willst du wirklich lieber mehr Spaß haben? Dafür, dass ich dadurch weniger Spaß habe? Wirklich? So. Oh, naja, machen wir so. So, danke. Wiedersehen. Oh, wir können. Okay, ich kauf's jetzt. Ich kauf's jetzt einfach so. Einfach so kaufe ich's. Ja, es ist hier hinter. Sehr gut. Ich bin noch nicht ganz sicher, was ich mache jetzt. Okay. 3, 5, 3. Wiedersehen. Wissen Sie, gehen Sie zu meinem Kollegen, ja? Obwohl, es ist eigentlich nicht mein Kollege, es ist mein Angestellter. Für Kollegen hätte ich Respekt. Die Kassen sind... Oh ja, komm hier. Warum ist der denn so langsam? Es wäre echt schön, den upgraden zu können. Wiedersehen. Wiedersehen. 18, 3. Oh. Naja, hätte mir auch gefallen, der Preis. Hallo. Wiedersehen. Mehl, Eier und Cola. Okay. Teigparty, sagst du? Wow. Jetzt reicht's aber. Also, ich glaube, ich würde... Wie viel kostet denn so ein Außending? Also, nee. So ein Nach-Außen-Regal hätte ich gern. Nach-Außen-Regal, dass wir das dahin machen können. Und dann noch so ein Eckregal innen. Ich glaube aber, davon brauche ich tatsächlich zwei. Ich glaube, danach wird es schwierig. Was bist du? Du bist normales, ne? Du bist ein kleines. Ich habe jetzt so ein kleines Problem. Das müsste ich alles umwuppen. Also, okay. Ich muss die auf jeden Fall rauskicken. Damit die mir nicht wieder rumfuschen. Wobei, jetzt geht's, glaube ich, noch. Ich habe ja jetzt noch keine Lizenz gekauft. Ich habe ja noch nichts. Was brauchen wir denn? Also, Kaffee habe ich schon gesehen. Ist nicht mehr so viel da. Kaffeesäfte, grüne Limo, Kaffeesäfte, grüne Limo, Wasser. Oh nein,
Ich glaube, es ist nicht das Einzige, was fast leer ist. Verdammt. Gott. Kaffee. Säfte. Grüne Limo. Sag mal, bist du jetzt bald durch, Junge? Danke wieder, tschüss. Eieiei. Süßigkeiten, Olivenöl, Soda. Süßigkeiten, Olivenöl, Soda. Süßigkeiten, Olivenöl, Soda. Süßigkeiten, Olivenöl, Soda. Turko war's, ne? Oh mein Gott, das ist ja gar nichts mehr wert. Es wird alles günstiger. Okay. Einmal bestellen. Und dann nochmal. Oh. Hoppala. Wir haben mich, glaube ich, überschätzt. Oh, das wird aber nicht. Das wird aber nicht bündig, oder? Oh, das ist außen. Ich brauche natürlich innen. Where? Ah. Hm. Also schön ist anders, würde ich sagen. Aber dadurch, dass es eh nicht, also auf Dauer ist, passt das schon. Ey, keine Ahnung. Hä, das kann man ja überschneiden. Hä, warum geht das plötzlich? Und jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich ein großes Problem. Muss ich jetzt wirklich? Warte mal, warum geht das nicht so schön? Ich muss da immer so einen vollen Abstand lassen. Oh, schwierig. Sehr schwierig, aber wartet. Ich verkleine einfach künstlich unseren Laden fürs Erste. Das passt schon. Ob ich da vielleicht... Also, warte, wenn ich das... Okay, wartet. Was muss ich machen, damit das da reinpasst? Ich glaube, ich muss zu viel machen dafür. Ein kleines Regal. Ja, aber ich würde gern, also es hilft ja nichts. Also das hier, die Ecke wird ja nicht besser dadurch. Ich hätte gern das Regal untergebracht. Ich glaube, das wird aber nichts. Weil ich lieber das Große hätte, weil ich eh jetzt schon viel zu wenig Zeug habe dafür. Okay, es geht wegen der Tür nicht. Kommst du trotzdem so... nee. Das wird hier nichts so. Bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als das zu nehmen. Manno. Jetzt bin ich traurig. Das war alles schön. Es hätte alles so schön werden können. Ich kann das nicht mehr lange so. Es geht lang. Also lange geht es nicht mehr so gut. Also. Vor allem müsst ihr dann euch ja überlegen. Wieso geht das jetzt nicht? Oh. Sag mal. Es war doch da noch gerade. Müsst ihr euch überlegen, dass es ja dann eh wieder, also, wisst ihr?
ich stelle das jetzt mal so kurz hin, dass das ja dann eh wieder eine Erweiterung gibt und dann muss ich die gleiche Scheiße schon wieder machen. Uiuiui. Ui, ui. Okay, wartet so. Stehe ich im Weg zufällig? Ja, ne? Warum bündet das nicht? Bünde das. Okay. Hast du jetzt da rein oder nicht? Ey, warum geht das nicht? Die wollen mich doch veralbern. Nach der Erweiterung ist vor der Erweiterung. Das stimmt leider. Na. Also langsam. Leute, geht halt nicht immer da durch. Also bald viele Kündigungen. Jetzt ist die eine, also eine wichtige Frage, ja. Das wird... Okay, das lohnt sich nicht. Also werde ich es einfach kaschieren, okay? Weil ich dachte vielleicht... Obwohl, nee, das wird nicht reichen für ein kleines Regal. Nee, lassen wir das so. Warte mal, was machen wir jetzt mit den Sachen? Ich meine, anstellen muss sich keiner, oder? Oh. Kann ich das einfach kurzzeitig so hinmachen und dann gehen die Leute hier lang? Oh, warum sieht das... Oh. Und dann stelle ich das einfach weniger Platz als vor. Ja, das Problem ist, dass ich halt jetzt alles umräumen müsste und das will ich nicht machen, bevor ich nicht die neue Lizenz habe. So müsste gehen, dann auch mit anstellen und so. Oh, warte. So vielleicht. Okay, ist blöd, aber vorübergehend geht das schon. Schlaf gut, was man träumt, schön ist. Nee, ich will den PC nicht ins Lager. Immer noch nicht. Wie gesagt, finde ich blöd. Will ich nicht. So. Öffnen, wir brauchen Geld. Okay. Wie viel Platz haben wir denn? Okay, was brauchen wir denn? Also was kriegen wir dann für die nächste Erweiterung? Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspülter, Handseife, Shampoo, Toilettenpapier. Okay, es ist nichts für einen Kühlschrank. Das ist schon mal gut. Weil noch einen Kühlschrank würde ich nicht unterkriegen. Ich hätte noch eine Hälfte, aber das war's auch. Boah, Mozzarella, geil. Ich will mich gar nicht selbst spoilern. 2, 4, 6. Okay, wir bräuchten 6 Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aber 8. 1, 2, 3, 4. Vielleicht behalten wir das erstmal. Was sagt ihr? Vielleicht behalten wir das Öl-Mehl-Regal-Ding erstmal. Sonst haben wir wirklich Probleme. Ich meine, das da ist halt nervig. Das könnten wir austauschen. Dann können wir noch einen gescheiten Kühlschrank dahin stellen. Aber hallo, zu mir bitte. Stinkig? Aber ich habe heute extra geduscht. Wirklich. Danke fürs Vertrauen.
Danke. Oh. Auf 10 Cent gejoinkt. Hui. Oh, das ist aber schade. Und sie hat es nicht mal gemerkt, weil die bestimmt voll reich ist, die Frau. 10 Cent, was ist das? Hm. Ja, das reicht alles noch. Okay. Ja, ja, bin da. Wir bauen gerade aus. Es tut mir sehr leid. Das sieht ein bisschen, also nach wenig Platz aus. Es könnte vielleicht auch sein, dass wir wenig Platz haben, aber muss halt kurz, ne? Also, ich finde halt, die Erweiterungen sind echt nicht so gut. Ich meine, es gibt ja relativ einheitliche Regallängen. Es gibt die Ecksachen, es gibt die normalen und es gibt die kleinen. Es wäre schön, wenn das wenigstens irgendwie passen würde, wisst ihr? Aber die Wasserflasche zu teuer? Warum? Hatte ich da nicht erst den Preis angepasst? Wiedersehen. Und dem sind sie nicht zu teuer scheinbar. Pech. Dass du kein Geld hast, ist nicht mein Problem. Gute Nacht, Ellie. Schlaf gut, träume schönes. Hä, 3,60? Also, komm schon. Man kann es auch übertreiben. Okay. Ja, vielleicht mache ich das dann wieder zu dem Süßzeug. Ich kann gerade nicht. Was ist denn hier schon wieder los? Also, ich muss hier erstmal helfen. Hallo. Dankeschön. 4,90. Wiedersehen. Wiedersehen. Also, das könnte ich zum Süßzeug, dafür das Brot hier hin. Ah. Ich versuche es mal, okay? Hilfe! Also, ich bin noch drin. Ich dachte, ich hätte mich gerade rausgelassen, aber scheinbar nicht. Ich will jetzt nicht mehr kassieren. Wo kommt ihr alle her? Oh. Dankeschön, Ellie. Wisst ihr, dann, wenn ich kassieren will, dann kommt kein Mensch zu mir. Und dann, oh, wenn ich eigentlich wirklich was anderes zu tun hätte, dann kommen sie alle. 2, 8. Eieiei. Wiedersehen. Reicht jetzt. Mach kurz das Licht an. Doch, das ist gut. Warte mal. Nee, weg. So. Und dann hoffe ich, dass ich das irgendwie hinkriege. Ist morgen Freitag? Ich glaube, ja. Oh, ich habe gar keine neue Lampe gekauft. Naja, müsst ihr durch. So. Ach, sie stehen alle... Oh, oh, das tut mir leid. Einen Moment bitte. Ich bin sofort soweit. Und das geschafft, obwohl ich die zwei Einräume habe. Weil die nämlich noch genug abgelenkt waren. Bin sofort da. Jetzt bitte auch zu mir, nicht wahr? Ja, ja. Hab ja sonst nichts zu tun. Außer sie zu bedienen. Oh, so eine eine Selbstkasse. Wie nennt man die? Wo man halt sich selbst kassiert. Das wäre schön. Oh, wäre das schön.
Nee, ich will ja, ein bisschen fühle ich mich wie Lotti. Doch, ein bisschen. So ein bisschen fühle ich das. Nessa, bitte! So. Ja. Gut, diese beruhigende Musik, da kann ich gar nicht mehr sauer werden. Gut, reicht. Toast. Toast muss ich noch... Oh, upala. Toast muss ich noch da rausbekommen. Weg damit. Weg damit. Also, hier tue ich es hin. Fürs Erste. Eigentlich gehört für mich Toast zum Müsli, aber gut. Und das halt auch zum Kaffee. Und das dann auch, also zum Süßzeug. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall hier 1, 2, 3, warte, 1, ne, sind dort 2, oder? Ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Mal gucken. Wartet, also Toast kann ich gleich bestellen. Toast und die komischen Kuchen da. Da würde ich auf jeden Fall 4. Toast und die komischen Kuchen da. Die da. Ja, machen wir da auch mal 4. Und dann... Oh mein. Zwei Reis. Danke, Lotti, für die 2 Euro. Es wäre wirklich herzallerliebst, wenn ihr auch mal die andere Kasse nehmen könntet. bitte. Dankeschön. Oh. Okay, sie sind die Letzte. Machen Sie sich keine Sorgen. Gefühlt sind sie schon seit 5 Stunden überfällig, aber let's go. Und Egon, kein Stress. Wir warten alle nur auf dich, aber kein Stress. Eieiei. Okay. Süßigkeiten, Schwarztee, Milch. Süßigkeiten, Schwarztee, Milch. Süßigkeiten, Schwarztee, Milch. Süßigkeiten, Schwarztee, Milch. Das ist Wasser. 2,70. Schwarztee. Wow. Nix ist mehr was wert. Oh. Okay, dann bestellen wir das. Und dann... Alles gut. Alles gut. Da muss ich gar nicht so viel gucken. Ich glaube, es ist schon wieder eine Pandemie. Ganze Mehl und Nudeln sind weg. So, noch irgendwas? Basmati-Reis habe ich 2-mal bestellt. Das ist aber auch wahrscheinlich ein bisschen wenig. Die komische Milch, die Kondensmilch. Ich weiß gar nicht, was ich nicht bestellen muss. Die anderen Süßigkeiten. Die würde ich erstmal 2-mal kaufen. Das würde ich 2-mal kaufen. Das würde ich 2-mal kaufen. Das 2-mal. Das 2-mal. Kann ich einfach alles 2-mal kaufen? Ich frage für einen Freund. Komm, pass mal an, ich reiß auch noch mal. Ich kaufe alles 2-mal.
Das wird schon nicht schlecht, nicht wahr? Pff. Ich zieh um! Hoppala. Naja. Scheinwerfer 2. Machen wir hier noch 2. Da noch 2. Da noch 2. Da noch 2. Also ich glaube, ich gehe mal Pipi machen. Was sag ich? muss ich helfen? Was brauche ich für den dritten Einräum? Naja, gut. Ich war kurz davor, noch ein Regal zu kaufen, ganz ehrlich. Was ist halt beim Pipi? Mhm. Okay, wir sind so gut wie pleite, aber wir haben auch echt viel jetzt. Aber ich muss echt mal Pipi. Also, ich glaube, ich gehe jetzt wirklich kurz mal. Warte, wo stelle ich mich am besten hin, dass ihr alles sehen könnt? Hier. Obwohl so. Egon braucht gerade keiner. Okay, Chat, jeder nimmt so einen Karton und dann auf geht's. Hopp. Hopp. Danke. Eins. Ist das euer Ernst? Eieieiei. Okay, Spaghetti. Spaghettize. Sehr gut, Klippi, sehr gut. Dankeschön, Dankeschön. Toast. Toast, Toast, Toast. Ich steh's schon. Gut, ist schon aufgefüllt. Aber warte mal. Nee, geht nicht. Geht nicht, geht nicht. Da sind nur 8 drin. Spaghettize. Mehl. Da. Ernsthaft? Nur 1? Das ist ein Witz. Das lasse ich doch stehen. Boah, so eine Automatisierung wäre schön, oder? So alles aufs Fließband und dann wird das automatisch einsortiert. Das wäre doch schön. Oh, Minecraft müssen wir auch mal wieder spielen. Also nicht, dass ich jemals zur Automatisierung kommen würde, aber. Wir fangen noch nicht an. Hä? Du musst mit anpacken, hallo? So ein Karton Nudeln kann jeder mal schleppen, ja? Anstellen für sowas? Ja, dann. Du musst nur da herkommen zum Vorstellungsgespräch. Dann kriegst du deinen Vertrag sofort in die Hand. Satisfactory Conveyable. Genau. Ist das hier das? Ja, ne? Ja. Gut, das hatte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Da haben wir noch echt viel auf Halde. Da, ich dachte erst so, okay, ja, wir haben ja voll viel schon gespart. Das heißt, dann können wir ja locker eigentlich das neue Produktsortiment und so, also das Sortiment erweitern. Aber dann habe ich vielleicht ein bisschen nachbestellt. Muss der Laden nochmal genau? Gegenüber von den Dry Cleaners. Da. 219 10 Street. Wir haben leider keine Adresse. Wir sind auch ein bisschen illegal hier, aber das geht schon. Hilfe. So.
Milch. Da. Habe ich Käse und Eier gut gekauft? Weil wir haben nicht mehr viel davon. Hey! Hey, pst! Einfach bei den ganz Kartons auf der Straße links rein, ja. Ja, ja, ja. Wir könnten eine Spur aus Kartons legen. Das würde auch nicht von Vögeln gefressen werden, was sagt ihr? Ich glaube, die sind auch nur noch am Reintragen, oder? Das heißt, eigentlich kann ich sie tragen lassen. Und mich um die Lampen kümmern. Okay. Ja, ich würde vielleicht die eine Lampe aufheben fürs Erste. Kann ich das da runterstellen? Ich stelle es daneben. Weil da brauche ich eigentlich dann, ne? Schlaf gut, Clemmi, träum was Schönes. Also hoffentlich. Ich meine, du versuchst ja nur, aber das wird schon klappen. Der Joghurt. Eure Priorität. Prioritäten sind also falsch gesetzt, Leute. Also von meinen Angestellten meine ich. Ich habe mein neues Hasswort gefunden übrigens. Das ist mir aufgefallen in der Anja-Aufnahme. Monokel. Weil ich sag immer Mononoke wegen Prinzessin Mononoke. Naja, machen wir auf. Boah, ich muss ganz kurz Nase putzen. Die kitzelt. Prinzessin Mononoke. Hm. Sie sieht sehr elegant aus. Hm, hm, hm. Ja, ja. Ja, das habe ich festgestellt, dass das für mich sehr schwer ist, das richtig auszusprechen. Aber passt schon. Manche können halt besser das und manche das besser. Wisst ihr? Warum denn zu mir? Ich räume gerade ein. Naja, gut. Wegen zwei Wasserflaschen. Hätten sie auch an den Kiosk gehen können. Ja, zum Warmen ist es irgendwie zu schlaf in letzter Zeit. Ah, okay. Dann hoffe ich, dass es heute nicht zu schlaf ist, damit du gut warmen kannst. Ich habe ein Anime mit dem Titel Mononoke gesehen. Oh, ich schön aus. Gibt es wirklich jetzt ein Anime, der einfach nur Mononoke heißt? Wirklich? Wenn ja, muss ich mal gucken. Sagt mir gar nichts. Ups. Wiedersehen. Ich habe nur von einem neuen Anime mitbekommen, wo irgendwie die Frau irgendwie in den, also wo der Geist der Frau in den Körper von einem kleinen Mädchen kommt und alle ultra aufgeschrien haben. Pädophilie. Und es scheinbar null irgendwie darum geht und das sogar thematisiert wird, dass es dadurch halt, also kein, also, ne? Keine Ahnung. Wie heißt er? Tani! Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Da geht es irgendwie darum, also es ist natürlich von einem Manga,
dass, ich glaube, die Frau stirbt und irgendwie wiedergeboren wird. Muss aber nicht sein. Und das als kleines Kind. Und dass dem kleinen Mädchen, dem eigentlichen kleinen Mädchen, irgendwie das hat familiäre Probleme oder so. Und dadurch wird auch geholfen. Also die Probleme in der Familie zu lösen. Keine Ahnung, also es geht scheinbar überhaupt nicht um irgendwie Romanze in dem Sinne. Und es wird scheinbar auch sogar thematisiert, dass er sagt so, hä, das ist nicht mehr meine Frau, so. Und da läuft nichts mehr oder so, keine Ahnung. Und das hat scheinbar sehr viel Aufschrei gegeben. Zumindest auf Twitter, aber was, wo schreien sie da nicht, ne? Klingt wild. Ich fand, dass, also, mein Erzählungsgrad voll wild, weil das einfach, keine Ahnung, schon einen Monat oder so her ist. Und ich mich nicht mehr so ganz dran erinnere. Aber eigentlich klang der gar nicht so schlecht. Also. Eigentlich klang der sogar sehr schön. So. Also, eher so. Gute Message als. Irgendwie. Besorgniserregend, keine Ahnung. Hätte man hier auch schon echt was Neues. Ja, Anime. War auf jeden Fall ein Anime. Und hallo Mo. So. Der kommt auch erst noch auf Crunchyroll, glaube ich. Also der ist noch gar nicht draußen. Der wurde nur angekündigt, dass es eine Anime-Verfilmung gibt. Oder dass es auf Crunchyroll kommt, keine Ahnung. Aber zu dem Zeitpunkt war es eigentlich nur Manga. Dankeschön, Klippi, fürs Subgift an morgen. Dankeschön, dankeschön. Auch das ist dein Twitter-Start-Sound. Ah! Okay, 336, dankeschön. Ja, die Story ist bestimmt auch also schon sehr oft vertreten und wahrscheinlich der Lieblingsfilm von sehr vielen, die dann aber Probleme plötzlich haben, weil es ja Pädophilie ist. Aber den Film mögen bestimmt sehr viele. Oh mein Gott. Also wir haben fast Vierlinge. Also der ist auf jeden Fall auch verwandt. Die Nase. Bin ich das oder haben die Schnapsnasen? Die sind doch alle rot, die Nasen von den Herren im Anzug, oder? Boah, wenn ich irgendwann mal hier Alkohol in den Laden krieg, puh, dann aber. Dann ist die Bude wirklich voll. Hilfe, was war das jetzt? wie viel kostet dann eine Lizenz? 750. Wobei, also wenn wir die jetzt abkassiert haben, dann könnte das vielleicht sogar funktionieren. Was mit unserem Toastbrot? Warum ist hier Nudel drin? Ey. Hallo. Danke. Wiedersehen. Nicht nur die Bude, du meinst vorne auch? Also der Eingang stehen Schlange, wie bei Apple-Events. Wiedersehen. Hat jetzt mal jemand... Ich glaube, ich habe das nicht ausgedingst, oder? Ja, da ist noch gar nicht... Ups. Naja, kümmere ich mich halt mal selbst drum. Ne? Hier arbeitet auch noch die Chefin. Kundschaft ist... Ach so, die Kundschaft auch. Ach so, ja, klar. Und der Boden voll gekotzt. Schon in Ordnung. Ich brauche dann einfach nur gutes Putzpersonal. Wobei, gut. Personal hier... Einer muss ja. Eine große Birne. Ich würde eher sagen, wir brauchen da draußen mal ein bisschen Licht. Das ist ja stockduster da. Da denkt ja jeder, es wäre zu hier. Danke, Wiedersehen. Warum sind jetzt alle bei mir? Danke, Wiedersehen. Ich mache jetzt mal was, damit es schneller geht, okay? Reicht. Ich bin jetzt hier allein Kassierer.
Wiedersehen. Oh nein, jetzt ist der Buggy. Naja. Passiert. Den beende ich einfach mit dem Tag. Keine Lust, hier wieder so 20 Stunden zu warten. Bis wir da durch sind. Danke, 5, 8, 1. Die Dame jetzt aber mal bitte zur Kasse, ja? Wir machen zu. Entschuldigung. Machen Sie mal bitte. Die Kasse ist da drüben. Das ist Puderzucker. Das ist Kaffee. Und das sind Kekse. Okay, ich glaube, die hat eine Trennung hinter sich. Ich lasse sie. Noch ein bisschen Öl vielleicht zu den Keksen, dann gehen sie besser runter. Ach, schon fertig mit dem Einkauf. Na, da bin ich ja beruhigt. Wiedersehen. Kommen Sie das nächste Mal früher, ja? Okay, was machen wir? Ja, beenden wir den Tag. Oh Gott, Soda, Kaffee, Joghurt, Milch. Soda, Kaffee, Joghurt, Milch. Oh, Soda, Kaffee, Joghurt. Soda, Kaffee. Wow. Soda, Kaffee, Joghurt. War es wieder Turco? Es ist immer Turco. Nee, es war das, oder? Nö, hä? Egal. So, Kayomi. Okay. Brauchen wir was dringend? Ja, die Spaghetti sind schon wieder fast leer und das rote Mehl auch. Hä? Ist das Basmati-Reis da drüben? Also, ihr wisst schon, dass da Mehl hingehört, ne? Vier Mehl, zwei Mehl. Okay, nein, nein, nein. Einmal noch, ja? Vier Mehl. Zwei Mehl, zwei Spaghetti. Milch. Milch. Ach, Leute. Wenn das mal ein paar Tage halten würde, wisst ihr? Ich glaube wirklich, so ein ganzes Regal voll wäre schon schön, oder? Also so ein ganzes mit einem Produkt. Und dann gibt es natürlich so Ausnahmen, wie zum Beispiel Salz. Weil da passt ja, also, wo ist denn mein Salz? Salz? Da. Da passt ja wirklich viel rein. Aber der Platz kostet so viel, wisst ihr? Bin mir noch nicht sicher, wie wir das machen sollen. Weil viel enger können wir die Sachen nicht mal stellen. Also jetzt macht sowieso keinen Sinn, weil selbst wenn wir es enger stellen würden, würden wir nicht irgendwie noch eine Reihe hinbekommen. Wer hat denn hier schon wieder sowas gemacht? Oh mein Gott, kommt schon. Leute, wirklich? Hier, Lea. So. Hier nochmal Milch. Die gute Milch. Was ist eigentlich? Warte mal. Hier war... Oh mein
Ich dachte gerade, sie wollten schon wieder rein. Fuschen. Okay. Dann nehme ich die 4 hier mal. Und sage tschüss. Könnt ihr aufräumen? Ja, das ist egal. Hab sauber gemacht. Susu, Kaffee, Müsli. Susu, Kaffee, Müsli. Susu. Und das andere Müsli. Was können wir da noch einkaufen? Also einmal kaufen? Okay, vielleicht sollten wir also nicht nur einmal kaufen. Oh mein Gott, da kommt. Es ist so. Ey, keine Ahnung. Das ist alles leer. Okay, ich kaufe jetzt 4, 4, 2. Ich habe nur mein. Ich bin nur am Geld ausgeben. Ich verdiene gar kein Geld mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher, welches Öl wie rum, aber ist ja egal. Ich wollte doch nur den Laden öffnen. Nur den Laden öffnen. Das Problem ist, sobald ich den Laden geöffnet habe, räumt hier niemand was von der Straße weg. Direkt alle Preise erhöhen. Er wird einiges helfen. Oh. Es ist wirklich so. 5 Tage gefühlt für einen Tag kassieren. Eieiei. Wobei, ich öffne einfach mal. In der Zeit kann ich ja trotzdem. Ich helfe jetzt einfach wieder mehr hier. Weniger Kasse, mehr hier. Vielleicht soll ich einen Kassierer einstellen. Ah ja. Ah ja. Milch. Öl. Eier. Öl. Eier. Obwohl. Warte mal. Gut. Dann Käse. Und wieder Eier. Eier, Käse, Öl, Käse, Öl. Oh Gott. Ist Egon-Kasse auf? Ja, ja. Oh. Ja, ja, klar ist die auf, hä? Was denn, hä? Klar, weiß, ob die nicht auf gewesen wäre. Also ich weiß ja nicht. Was denkst du denn? Ich habe das Gefühl, ich muss gleich helfen, weil... Ja, ich sollte vielleicht helfen. Joghurt ist zu teuer für mich. Meine Güte, wirklich. Ich bin hier nicht die Wohlfahrt. Wiedersehen. So ein Gentleman. Also, wisst ihr, sowas ist schon wieder nicht mehr Gentleman, sondern creepy. Wieder eine Typ, der, wo ich wirklich nicht verstanden habe, der sich vor mich, also wirklich gedrängt hat. Vor die S-Bahn. Also, am S-Bahn-Bahnhof. Und ich stand da.
Und bin schon ein Stück vorgegangen, weil die S-Bahn halt da war, so eingefahren ist. So halt immer noch hinter der Linie, klar. Aber so, bin schon da hingegangen, um dann die Tür aufzumachen und einzusteigen. Der drängt sich vor mich, um den blöden S-Bahn-Aufmachknopf zu drücken und lässt mich vor. Das war irgendwie, weiß ich nicht, es war irgendwie wild. Oh. Haben wir vielleicht. Sehr gut. Oh, nee. Drei Stück. Ich meine, Tür aufhalten war das wahrscheinlich, aber ich denke mir so, es gibt so, also ich finde es sehr nett, wenn man mir die Tür aufhält. Ich halte auch anderen Menschen die Tür auf. Egal, also welches Geschlecht, aber manche Sachen sind so unnötig. Manche Sachen sind halt wirklich so, weiß nicht. Müll. Oh mein Gott, was ist hier los? Ich muss ja ab und zu mal mit aufräumen, glaube ich. Oh. Sie können auch zu mir kommen. Ja, so technischen Sachen spielt den Gentleman, in dem Fall ich drück. Ja, ich glaube, das Problem war sogar, dass die Türen zu dem Zeitpunkt schon selbstständig aufgegangen sind und man gar nicht mehr drücken musste. Ich glaube, das war das Witzigste daran. Aber da bin ich mir nicht mehr so sicher. Endlich wieder eine richtige Kasse. Ja, die Leute warten, glaube ich, nur drauf. Oh mein Gott. Also inzwischen ist es wirklich so, dass er mir nicht mehr hilft, habe ich das Gefühl. Am Anfang war es ja wirklich so, dass es so mal mittags irgendwann so stoßzeitenmäßig, dass ich da einmal rein musste. Und dann abends. Aber jetzt ist ja gefühlt überhaupt nicht mehr möglich ohne zweite Kasse. Licht. Ja, sieh noch und dann mache ich aber wieder zu hier, ne? Hab noch andere Dinge zu erledigen. $1. Wiedersehen. Hier einmal auf. Das wird alles nicht besser, Leute. Hey. Immer das gleiche Problem. Ja, ich brauche Geld, um mehr Platz, um mehr und mehr und mehr. Ja. Und ich bräuchte halt auch mehr Lagerplatz, damit ich schneller Geld verdienen könnte, weil ich dadurch einfach weniger viel Geld immer nachholen muss. Okay, ich hole jetzt auf jeden Fall und zwar mal Toast. Die viermal und dann noch zweimal Joghurt. Einfach nur, damit ich das voll habe. Bin schon da. Wieso ist der Joghurt für jeden zu teuer? Dann halt 1,80, okay? Fünf, sieben, acht. Wiedersehen. Sag mal, können Sie aufhören, meine Kühlschränke zu plündern? Andere wollen auch noch was trinken. 17,70. Aber ich glaube, wir werden jetzt die Lizenz holen. Teufelskreis, aber wirklich. Ganz schlimm hier. 7,94. Also jetzt haben wir, glaube ich, genug Puffer, um auch die Sachen zu kaufen. Und ich habe sogar noch zwei Regale fürs Lager.
20 Cent wollen sie. Hier, bitteschön. Danke. Wiedersehen. Okay, 8, 7, 3. Wieso 3 Pralinen? Haben sie 2 Liebhaberinnen und eine Ehefrau? Zufällig? Oh mein Gott. Hallo, Matibo. Ich meine, er hat 101,40 Dollar ausgegeben, aber trotzdem... Wiedersehen. Die Kasse ist jetzt zu. Sie können zu mir kommen. Danke. Wiedersehen. 12. Wiedersehen. Okay, wir haben genug Geld für also neue Produkte. Vielleicht ist das auch, wenn man mehr Produkte hat, dass die Leute gar nicht mehr kaufen. Also, sondern... vielleicht eher mehr unterschiedliches und man muss weniger nachbestellen. Hm. Danke schön für die 23 Monate, Muchibo. Und danke für Clippies Subgift. So. Und schlaf gut, Clippy, träum was Schönes. Das müsste doch locker passen, oder? Das müsste doch locker, oder? Passen. So. Und dann lasse ich die Leute mal einräumen und helfe natürlich ein bisschen, weil ich muss sie dann rauskicken. Oh, dieser Pixel. Ah, passt schon. Oh. Okay, Milch. Okay, wartet. Mir kann keiner was. Ich mach das. Oh, naja, gut. Naja, gut. Hier, bitteschön, könnt ihr wegräumen. Ups. Ich würde dann vielleicht wirklich mal sagen, dass hier 4-mal Toast hin kann. Wobei vielleicht sollte ich, also da passen ja immer nur 2 Kartons von hin. Vielleicht hier hin und dafür das 3 rein. Und da passen 2 Kartons a 6 Stück rein und das ist halt nix. Wir haben ja jetzt noch 2 Regale dazu bekommen. Und haben jetzt insgesamt 3 Regale. Eigentlich muss ich nicht umräumen, ne? Ich kaufe einfach. Mal die Lizenz. Eigentlich können wir den Tag beenden. Und dann kaufe ich die Sachen, weil die können eigentlich eh nicht so reinpfuschen. Weil ich ja alles davor einigermaßen eingeordnet habe, was anders sein soll. Gut. Markt. Bleichmittel. Reiniger. Geschirrspültabs. Handseife. Shampoo. Toilettenpapier. Fanny, wie viel Bleichmittel bestellst du vor? Fünf Kartons, okay, gut. Weiß ich Bescheid. Hä, das ist Meister Propper. Okay, gut. Hä, warum ist da Joghurt drin?
Warum ist hier Joghurt?